Was passiert mit dem Dacheles? Diese Frage schien beinahe schon entschieden zu sein. Der Termin der Zwangsversteigerung war festgesetzt. Eine kleine Gruppe von Künstlern hatte sich vor dem Amtsgericht eingefunden, um für die Weiterführung des Kunsthauses zu protestieren. Doch kurzfristig wurde dieser Termin abgesagt. Vorgespräche mit den Bieterinteressenten konnten nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, hieß es von offizieller Seite. Mittwochmorgen stand fest, dass die halbe Kunstruine freiwillig geräumt wurde. Ein anonymer Investor hatte sich den Auszug der Künstler für 1 Million Euro erkauft. Denkmalschutzamt hat uns im vergangenen Jahr recht gegeben in der Argumentation, dass es sich hier um ein einzigartiges, dynamisches Street-Art-Museum handelt. Insofern sollte der Investor tatsächlich Marmorbögen und glänzende Wände bevorzugen, müsste er sich dabei mit dem Denkmalschutzamt auseinandersetzen. Man gerne Bäume wieder abhölzt. Also ein Dachles einfach frech. Die Bäume abhölzt, das sind hier die Bäumenmörder, die Bäumekiller, die geilen Bäumekiller hier. Du weißt, du kannst hier nicht bauen. Du weißt.